Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Im heutigen Part verschlägt es uns in den Osten des wunderschönen Gebietes, wo wir auch sofort schon unseren ersten Antagonisten treffen und sogar schon ein kleines Kämpfchen gegen ihn haben werden. Ironischerweise betreten wir dann sogar den Bau dieses Antagonisten für die weitere Erkundung. Wir finden einige nützliche Sachen, wie zum Beispiel eine Fähigkeit, die uns in späteren Situationen sehr viel weiterhelfen kann. Lasst auf jeden Fall ein Like da für den schnellen Frühsupport und ein Abo, um keine weiteren Parts zu verpassen. Und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part. Let's play Ori and the Will of the Wisp. Wir sind hier tief in einem Wald, in einem tiefen Sturm gelandet. Und wie wir hierher gekommen sind, da solltet ihr lieber zurückgehen in den letzten Part, denn dort hat das Abenteuer von diesem wunderbaren, großartigen Spiel begonnen. Das 200 Abonnenten Special. Ich werde euch nicht viel verraten, aber eins kann ich trotzdem schon mal sagen. So ein kleiner Junge ist groß geworden und wurde beflügelt. Schaut auf jeden Fall zurück, wenn ihr den Anfang des LPs nicht verpassen wollt, was ultra wichtig ist. Und all die Leute, die den Part geschaut haben, Ehre mit Ehre dagelassen und nun geht es weiter. Wir sind auf der Suche nach zwei Schlüsselsteinen für ein Geistertor, welches sich da hinten im Osten oder rechts, für die Leute, die Osten und Westen nicht unterscheiden können, hoffe ich mal nicht, sind, Alter, was? Warte mal, das ist jetzt schon wieder peinlich. Aber wie hoch hätte man da jetzt gehen können zum Beispiel? Weil ich habe diesen Sprung, kann man da irgendwie, ich habe diesen Absprung noch nicht ganz verstanden. Und mein Auge, ey, das klebt die ganze Zeit schon so häufig an der Seite. Kennt ihr das manchmal, wenn eure Augenglieder an der Seite so ganz, ganz komisch kleben? Richtig, richtig strange, ey. So, wir machen mal ihn weg. Und dann, ah, ne, das gleiche gewesen. Ah, das sah krass aus, als wäre das noch ein Setzling gewesen, den er gerade befreit hätte. Das ist es halt. So, du hast eine Energiekugel gefunden. Sammle sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Sprich, das ist im Endeffekt nicht unsere Lebensanzeige. Wenn man jetzt mal hier nach unten schaut, sieht man, wir haben eine Fackel erhalten. Ein neues Item, mit dem man auch schlagen kann und Licht ins Dunkle bringen kann. Zudem haben wir blaue Kugeln und grüne Kugeln. Mit denen, also die grünen Kugeln sind unser Leben, die blauen unsere Energie. Bei der ich allerdings nicht genau weiß, was es darstellen soll. What the fuck? Alter. Auf jeden Fall, diese Plattformen sind mir noch recht bekannt. Also wir können auf jeden Fall bis jetzt nicht viel, wir können nur klettern. Wir haben auch ganz kurz die Fee erhalten. Warte mal, mit leerem Space gehen das ganz genau. Wir haben auch ganz, ganz kurz eine Feder erhalten, keine Fee. Ich habe nur nicht ausgesprochen richtig. Die haben wir jetzt allerdings wieder verloren, als wir getrennt wurden von unserem Eulenfreund Q. Wie gesagt, auf jeden Fall zurückgehen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt in diesem einen Part. Ach, ich hab's vermisst, Leute. Das erste Spiel, wie gesagt, gesehen. Seine Mutter ist ja gestorben im ersten Teil. Man hat durch ein kleines Easter Egg sie nochmal im Himmel sehen können. So, aber jetzt will ich mal ganz kurz nochmal was testen. Und zwar diesen Absprung. Wie funktioniert das? Kann man einfach... Ah ja, man kann wirklich immer im richtigen Moment sich daran festhält. Oh Gott. Warte mal, schaffen wir das überhaupt vom Sprung her? Oder man kann nicht umschmeißen? Nee, geht nicht. Wenn alles so, dass er sich bewegen kann. Sehr gut. Okay, das schaffen wir, oder? Ja. Sehr schön. So, ich glaube, die greifen uns nicht wirklich an, oder? Wenn wir die berühren, ja. Aber ansonsten nicht... Und ich sterbe anscheinend auch an Fallschaden, was aber auch Sinn ergibt. So, hier kommen wir nicht hin da oben, wir müssen hier runter. Und müssen uns ganz, ganz vorsichtig abdrücken, um es zu schaffen. Sehr schön. Die Gegend ist sehr gefährlich, vor allem mit Dornen, aber die Welt sieht so schön aus, Leute, so schön. Einfach nur atemberaubend, Leute. Wir haben unseren Lebensdruck zurückbekommen. Wir spielen auf der normalen Schwierigkeit, gell? Und haben vor, so viel wie möglich mitzunehmen. Oh, okay. Wow! Alter! Holy shit! Mach dich ab, Kumpel! Ist ja übel brutal! Alter, der mich einfach totkratzt und der macht übel viel Schaden! Ab mit dir! Alter, du bist ja übel widerlich, ey! Also wie krass, der geht immer so drauf! Der war ultra aggressiv! Ich konnte nur mich schlagen! Der ist uns angefallen und macht einfach 1,5 Schaden. Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten vor allem. Haben wir uns aber geheilt irgendwie ganz, ganz kurz um einen halben Lebenspunkt? Was ist, wenn wir eigentlich gestorben? Er hat uns definitiv zweimal getroffen. Krass! Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr aggressiver Gegner. Ich denke mal, am schwierigen muss, werden die mehr Schaden machen, oder? Oh, schön. Das ist so Fackel aber ausgegangen dabei. Aber wie schön das auch einfach aussieht. Springe auf blaues Moos. Was stand da jetzt da? Um dich daran festzuhalten. Also sind wir jetzt hier in Donkey Kong, oder wie? einfach nicht, wir machen es automatisch, okay. Wir können abspringen, klar. Aber wir klettern automatisch. Sehr schön. Vielleicht ist nochmal blaues Moos, so wie es aussieht. Oh. Sehr schön, wunderbar. Genauso muss das sein. Da oben kann man jetzt nicht hin. Da hoch genug kommen nicht. Oder kann man auf die Plattform drauf? Ja. Also man kann auf die Plattform drauf, ja. Ist bestimmt etwas schwieriger zu erkennen in gewissen Situationen. So, jetzt können wir nicht mehr angreifen, ja. Den sollten wir in Ruhe lassen. Den Wurm. Kräftet uns eigentlich an? Na, eigentlich nicht so wirklich. Aber wir sollten trotzdem aufpassen. So, springen wir ab.
Also wie das die Key, was die Controls angeht, müssen wir uns auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Aber ich denke mal, wir kommen wir schnell rein. Schließlich hat das Abenteuer auch erst angefangen. Und dort sehe ich schon einen Stein. Könnte das der Schlüsselstein sein, den wir benötigen für die Tür? Dort kommen wir jetzt auf jeden Fall in die Nähe. Das Wasser leitet uns auch so ein bisschen den Weg, wo wir hinkommen können. Hier, ich glaube, wir haben eine Luftanzeige. Allerdings sind wir jetzt hier gerade noch so grenzwertig drin. Ne? Sehr schöner Sprung, Ori. Er hat ja trotzdem noch seine Agilität und seine, seine ganzen Skills. Hat er zwar nicht mehr drauf, aber trotzdem ist noch recht agil und kann sich recht schnell bewegen. Und wieder... Ah, nee, das ist der Schlüsselstein. So sieht er aus. Da unten dieses Dreieck ist was ganz anderes. Da kommen wir vom Sprung her allerdings noch nicht hin. Wobei doch eigentlich schon. Wenn wir jetzt von hier lang springen, dann schaffen wir es zu dem Schlüsselstein. Und den benötigen wir. Schlüsselstein. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Für verschiedene Geistertore können jeweils unterschiedlich viele Schlüsselsteine benötigt sein. Ich habe den Namen schon wieder von dem Kobolisten vergessen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Quest abgeschlossen mit dem Rahmen, den wir ja im letzten Part angesprochen hatten. Wie hieß er? Steht der Name nochmal da? Tok, so hieß er ganz genau. Wir müssen jetzt wieder den Weg zurück. Wir haben jetzt sogar hier einen kleinen Weg, der gespeichert wurde. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Wir können, nee, das ist unser richtiger Fokus. Was ist das hier überhaupt? Wir können nochmal, wo ging das nochmal? Mit L-Details. Da wird mir aber das hier, doch, Gorlek erst. Das ist das, was wir, schon mal gesehen hatten in unserem Inventar. So, wir können die Quest mit Space verfolgen. Ja, es wird ja eh schon angezeigt, oder? Ich weiß nicht, ob ich... Ja, manchmal vergesse ich auch meine alten Controls. Ja, ich spiele zu viel an der Switch normalerweise. Aber das ist halt ein PC-Spiel, Leute. An all die neuen Zuschauer hier. Wir spielen das natürlich am PC, um die bestmögliche Erfahrung zu haben. Doch ohne Fackel können wir hier keinen Schaden... Aber warte mal. Es gab doch einen Knopf für die Fackel. Aber die geht, die kann man nur ziehen, wenn wir, wenn wir an Feuer sind, oder? Das scheint der Rückweg zu sein. Wir dürfen jetzt hier nicht den Überblick verlieren. Ach ja, das ist wirklich der Rückweg. Hier sind wir gerade rumgegangen. Dann hat das alles vom Weg her Sinn. Sehr schön. Wir sind gleich wieder da. Denn Tok hat uns versprochen, uns seinen Stein auch zu geben, sollten wir den einen Schlüsselstein dort hinten besorgt haben. Nur RK hat da nicht durchgepasst. Na, Tok, ich habe ihn bekommen. Ah, da bist du. Du bist zurück. Erspiele ich da etwa einen Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wunden fortsetzen, bevor wir noch mehr von ihnen verlieren. Ja, viele kryptische Sachen. Wir verstehen die meisten Sachen noch nicht mal einmal von seinem Dorf. Er kennt uns auch überhaupt nicht wieder von seinem, von unserem Design hier und wer wir überhaupt sind. Und du kannst weiter das machen, was auch immer du bisher gemacht hast. Viel Glück. Okay. Unser Ziel ist eigentlich nur zurück nach Hause zu kommen, denn durch diesen schlimmen Sturm sind wir leider Gottes von unserem Freund, von unserem Eulenkind Kuh, welcher ja im ersten Teil noch ein Ei war, getrennt worden. Ich hoffe, er konnte sich retten, denn noch regnet es. Ich hoffe, es legt sich bald. Und jetzt können wir den Sprung einsetzen, oder? Warte mal. Was war das da gerade? Nee, macht es einfach generell so einen Doppelsprung. Mit Doppelsprung wird einiges viel einfacher. So, da ist wieder ein Gegner. Da müssen wir wieder drüber springen. Die Lebenskugel ist wieder da. Die respawnen also und... Holy shit, Alter. Das war anscheinend wohl der erste richtige Antagonist, den wir getroffen haben. Ein riesiger Wolf. Wir haben schon gesehen, ganz am Anfang des Spiels haben wir so eine kleine... so einen kleinen Fuchs gesehen. Ein fuchsähnliches, katzenähnliches Wesen. Was jetzt aber gerade eben, wie man sehen konnte, verflucht war und richtig stark war. Vor allem jetzt können wir uns gegen diese Gegner nicht einmal mehr wehren. Und da hinten haben wir anscheinend den Rudelsanführer gesehen, Leute. Und ich kann es immer wieder neu sagen. Momentan tut dieses Spiel echt viele Eigenschaften, Dominican Country, Tropical Freeze haben, was wir ebenfalls jetzt playen. Also gerne da aber vorbeischauen, wenn euch dieses Spiel interessiert. Es sieht vom Design her einfach so schön aus. Nicht zu vergessen, wir können zwar tauchen, aber wirklich nur tauchen. Aber die Controls oder was sind sehr, sehr angenehm. Also wenn wir ertrinken, dann nicht an den Controls, nehme ich an. Aber da unten ist gar nichts. Wobei, was ist dieser blaue Punkt hier? Ach, das Lied ist so schön, ey. So mystisch und so schön gemacht einfach. Aber damit hat ja Ori und in The Blind Forest schon extrem gepunktet, Leute. Ich bin wirklich sehr gespannt, was dieses Spiel drauf haben soll. Ich habe mich eben noch, wie gesagt, noch gar nicht erfüllt. Ich habe keinen blassen Schimmer von diesem Spiel. Es soll eine komplette Blind-Erfahrung werden. Im besten Fall sogar mit 100% Elementen. Mal gucken. Wir können bis jetzt im Wasser noch nicht viel machen. Wir gehen einfach weiter. Noch sind wir, haben wir nur ein Ziel. Und zwar unsere Eule wieder zu finden. Oh, da ist er schon. Oh, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten weg. Ich glaube, wir sollten von dem Typen abhauen, oder? Ja, weg hier. Ori! Nein, wie komme ich denn? Soll ich denn entkommen, bitte? Hä? What? Er wollte uns einfach gefühlt.
Wir machen nicht genug Schaden. Müssen irgendwie besser springen, glaube ich. Ja, genau. Wir müssen viel schneller springen. Okay, wenn er uns kriegt, sind wir auf jeden Fall tot. Alter. Alter, wie schnell er ist. WTF, wie krank ist das denn? Ori, spring. Holy shit, verpiss dich, Alter. Hä? Wir leben noch. Alter, jawohl. Zeig's ihm. Wie, weg mit dir, Kumpel. Okay, warte mal. Okay, wir müssen auf jeden Fall zurückhalten. Er hat auf jeden Fall Angst vor Licht. Oh mein Gott, Alter, wir müssen irgendwie... Ich mach nicht mehr so viel Schaden jetzt. Er ist der Bossgegner, Leute. Er macht nicht mehr. Er macht nicht mehr. Wir müssen ihn einmal ein, zwei Mal schlagen. Dann zurückgehen. Alter, er beißt uns sogar mit. Aber komm, er macht nicht so viel Schaden, der Gegner. Komm, stich ihn einfach. Ori, stich ihn tot. Mach genug Schaden. Alter, was? Ich kann... Ich weiß nicht genau, wie ich ausweichen kann. Komm her. Ein, zwei Mal. Und jetzt zurück. Zurück! What the fuck? Wie können wir uns Leben zurückgeben? Also, wenn er beißt, muss auf jeden Fall aufpassen, wenn er uns beißen möchte. Ja, genau, da müssen wir auf jeden Fall zurückgehen. Ein Hit. Alter, okay, wir haben ihn zurückgezogen. Er brennt jetzt, ne? Alter. What the fuck? Das Spiel ist ultra schwer. Wir haben ganz knapp überlebt, Alter. Unsere Leben sind nahezu nicht mehr vorhanden. Errungenschaft freigeschaltet. Das war knapp. What the fuck, Alter? Man konnte einfach fast gar nicht ausweichen. Wenn er gebissen hat, konnten wir uns fast nicht zurückziehen. Alter, das auf normalem Schwierigkeitsgrad. Okay, müssen wir jetzt hinterher? Unser Licht erlischt auch so langsam, wenn wir, glaube ich, weniger Leben haben. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Aber ultra geiler Boss, der sah so schön aus, der Wolf. Krass, ich hoffe, das speichert das Spiel. Weil irgendwie wurde noch nichts zu den Speicherpunkten gesagt. Ich würde sagen, wir gehen dorthin zurück, wo er her... Ne, ja genau, wo er herkam. Ganz klar, jetzt nur hier runter jetzt. Alter, Alter, das erste Mal sogar gestorben. Aber Leute, Ori, das soll ich, kann ich euch schon mal voraussagen, ist ein sehr schwieriges Spiel. Hier zu sterben ist kein Nachteil. Man verliert auch nicht wirklich was dafür. Man hat ja gerade gesehen, was passiert ist. Holzbau. Das könnte der Wolf gewesen sein, oder? Oder irgendein anderer. Hier kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht rein, weil unsere Fackel aus irgendwelchen Gründen wieder weg ist, seitdem wir ihn geschlagen haben. Aber er lebt auf jeden Fall noch. Ich glaube auch nicht, dass er die ganzen Leben verloren hatte. Weil mir kam es vor, er hat ziemlich viel getankt. Wir werden ihn nochmal ein weiteres Mal wiedersehen. Das wird ganz schön schwierig, wenn er das nicht so wiederkommt. Ich denke mal, jetzt ist er auf jeden Fall gewappnet gegen Feuer und weiß, dass wir gefährlich sind. Wir benötigen auf jeden Fall ganz viele Fackeln. Ich wollte noch gar nicht so weit runterfallen. Aber naja, gut. Früher oder später wäre das eh passiert. Als ins Wimper. Und da ist wieder eins der Wesen, die nicht so vergiftet sind. Hallo. Sind die schüchtern? Ja, ein bisschen. Und die sind voll süß. Die sind voll süß. Okay, ich kann die aber nicht looten, gell? Ich kann ja nicht angreifen. Weil wir aus irgendwelchen Gründen immer unsere Angriffskraft verlieren im Notfall. Ein riesiges Skelett, ja, was sich hier unten aufbaut. Krass, krass. Alter Schwede. Aber das sieht auch wirklich sehr schön aus. Holzbau. Wir benötigen wieder Schlüsselsteine. Und zwar zwei. Kann man an der Tür erkennen. Wir können momentan nur den einen Weg entlang gehen. Überall sind Donald. Kann man hier durchspringen? Nee, kann man nicht. Der Knochen ist zu dick, um da durchzukommen. Aber wenn das schon das Spiel, wenn das schon der Grundschwierigkeitsgrad ist. Aber wir haben schon, wie gesagt, gesehen, Leute. Wenn man stirbt, passiert nicht wirklich was Schlimmes. Man respawnt ganz, ganz schnell. Und das ist normal, hier zu sterben. Also wenn sich jemand hier wundert, warum verreckst du jetzt schon am Anfang. Es ist nicht einfach. Was ist dort hinten? Oh, wir dürfen nicht mehr zurückgehen. Ja, wir sollen dorthin. Wir hätten da zwar jetzt runtergekonnt, aber jetzt werden wir angezogen, magisch, von diesem Baum. Und der kommt mir doch sehr bekannt vor, der Baum. Aus dem ersten Teil. Da kommt eine ganz, ganz leichte Erinnerung zurück. Könnte es denn sein, dass wir jetzt eine Fähigkeit erlernen? Wie schön der Baum einfach aussieht. Inspizieren wir das mal genauer. Auf jeden Fall ist da drin eine große Energiequelle, die wir an uns ziehen. Und ich spüre die Kraft durch meinen ganzen Körper fließen. Was haben wir nun gelernt? Wie gesagt, wir sind ein bisschen eingerostet gewesen. Wir müssen unsere Fähigkeiten wieder neu lernen. Während uraltes Licht erwachte. Es könnte Easter Egg sein, weil das Licht ja schon mal im vorherigen Teil da war. Deswegen uralt. Keine Ahnung. Suchten Naru und Gumo die Nacht hindurch. Stimmt, unsere Eltern müssen sich enorme Sorgen machen. Auch wenn sie es teilweise schon gewöhnt sind, dass wir auch mal nicht da sind. Der Vater weiß, dass wir zurückkommen werden. Der Vater ist immer ein bisschen selbstbewusster in seinen Sohn. Oh, Hinterkuss. Ah, guck mal, ein paar Vögel. Ach, die haben es also geschafft. Wir sind ja mit diesen Vögeln im letzten Teil geflogen, als der Sturm anbrach. Aber wir sind abgestürzt. Als Eule waren wir nicht stark genug. Und oha. Jetzt hat sich das Licht hier auf jeden Fall stark verändert. Aber der Sturm ist auch vorbei, Leute. Und die Wesen scheinen keine so große Angst mehr vor uns zu haben.
Welche Hasen? Ihr nicht, Kinder. Du bist nicht wie die anderen. Der Heuler, der Kreischer. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er leuchtete, er wusste. Er hat seine Erinnerungen mit dir geteilt. Geisterklinge. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte Q gedrückt, um sie ja auf ihre R zuzuweisen und führe Combo-Angriffe aus. Nun können wir auch abseits einer Fackel Schaden machen. Oh. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Okay. Dann rüsten wir die Geisterklinge aus. Wir weisen sie. Wie kann man das jetzt machen? Achso. Warte mal. Jetzt haben wir sie darauf gelegt. Okay, man kann jetzt hier entscheiden, ob man es auf E haben möchte oder auf R. Aber ich denke mal, angreifen sollte man mit der Maustaste. Ah, der beste Move, den man darauf legen sollte. Wir haben drei Fähigkeiten, kann man gleichzeitig tragen. E und R sind es noch. Vielleicht kann man das doch umhotkeyen, weil R als Move einsetzen, weiß ich. E ist noch in Ordnung. Aber R weiß ich nicht. Ich glaube, R wäre... Na, mal gucken. Ich wäre F in Ordnung. Mal gucken, was es noch so für Tasten gibt. Wir können nun angreifen. Wie viel können wir angreifen? Okay, für 1, 2, 3, 5er kann man zustechen mit der Geisterklinge. Ein Setzling des uralten Baumes, den wir am Anfang gesehen hatten, hat uns sein Wissen geteilt und nun können wir mit der Geisterklinge uns gegen die Gegner auf jeden Fall... Oh, oha, was? Was machst du denn bitte? Alter, man kann nach unten stechen. Geil. Ich hab's erst mal probieren wollen. Nach oben geht wahrscheinlich auch. Okay, wir können ja richtige Smash-Moves hier einsetzen. Geil. Aber bei der Igel muss man aufpassen. Die streuen ein paar Stacheln aus. Kann man jetzt wieder zurück? Nee, ging gerade nicht, gell? Ja, ging gerade nicht. Wir wurden von diesem Baum magisch angezogen. Aber man sieht schon, man verliert nicht nur ganz und halbe Leben. Man verliert auch, oh Gott. Man verliert auch so Viertelleben, ja. Hör auf! Hör auf! Wir müssen die richtig wegcomboen. Okay, da gibt's Leben. Ganz wichtig. Wir stechen nach unten. Boom! Und jetzt von der Seite. Jawoll, Alter. Direkt reinkommen. War ich das etwa? 20 von 100. Was heißt das? Das heißt, ich weiß nicht genau, ich kenne mich mit Steam-Spielen nicht so aus. Aber ich habe es mir natürlich bei Steam gekauft, als es natürlich perfekt rauskam. Und die Musik, ey. Ah, der Sturm ist vorbei, Leute. Und da ist wieder so ein Typ. Alter, die waren stark ab. Guck mal, die kommen. Ach doch, die greifen an. Komm, jetzt müssen wir ihn stechen. Okay, nein, nicht funktioniert. Alter, aber jetzt haben wir mehr Leben irgendwie. Komm, stich. Alter, das sind voll starke Gegner. Die sind voll stark. Die greifen viel besser an, als wir. Die chargen uns einfach um. Wir können gar nicht wirklich ausweichen. Weil es kein Schild gibt in dem Spiel. Nicht einfach, Leute. Ist das noch auch kaputt hier? Wir können auf jeden Fall jetzt zurückgehen und könnten gucken, was wir alles dort freischalten können. Wir können viele dieser Stümpfe jetzt zerstören mit dieser Klinge. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Was? Ori fliegen? Achso, ah, okay. Das ist eine Fähigkeit. Die haben wir jetzt direkt freigeschaltet, wie es da auch stand. Sprich, die Kugeln kommen mit einer größeren Reichweite nun zu uns. Das mit meinem Auge triggert mich gerade so. Keine Ahnung. Meine Augenlider sind ein bisschen zugeklebt. Ein bisschen putzen. So, ein bisschen aufpassen. Wir sind schon recht wenig von den Leben. Und wir sind tot. So einfach geht das. Aber wir respawnen an gewissen Punkten. Aber das, aber den Igel auszuweichen ist genauso schwierig, finde ich. Aber aufpassen, die greift. Ja, genau. Der greift so in drei Richtungen an. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man sich duckt vielleicht. Weil man kann sich auch in einem Spiel ducken. Ja, so ein klein wenig kann das schon was bringen. Hier wäre noch gerade Leben gewesen. Schade. Mal gucken, wie oft wir sterben bei den EP. Vielleicht zählt ja jemand von euch mit. Das ist schon der zweite Tod, glaube ich. Ach, wie schön, Alter. Der Hintergrund ist aber auch... Es ist so lebendig, das Spiel. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt könnten wir daran nach unten, wo wir ja hin sollten. Oder zurückgehen vielleicht. Hier sind die. Wieder. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg. Bis bald, Geister. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher. Den großen, groß und moosig. Gehe zum Wächter des Sumpflands. Quollock wird dir helfen, den Weg zu finden. Danke, ihr Moki. Die nächste Quest. Aber das ist ja ganz woanders. Quollocks Tal, Wächter des Sumpflandes, findet Quollock. Sprich mit Quollock, dem Wächter des Sumpflandes. Die Moki glauben, dass er dir bei der Suche nach Kuh helfen kann. Dann kriegen wir sogar eine kleine Belohnung. Markiert ist es, Leute. Wächter des Sumpflandes. Man sieht nicht, wie er aussieht. Ja, ein großes Fragezeichen. Man kann nochmal, um das Tier auf der Karte anzusehen, Tab drücken. Haben wir gerade schon getan. Kann man ihn irgendwie auch markieren, Routenplaner machen? Quest folgt mit Space? Geht irgendwie noch nicht. Ich verstehe nicht, wie ich diese Quest hier folgen kann. Richtig komisch. Auf jeden Fall kann man die jetzt zerstören, diese ganzen Kugeln hier. Und uns die Leben auf jeden Fall nun geben. Man bekommt auch Erfahrungspunkte. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir können mal auf die Karte ganz kurz gucken. Und uns die Details mal anschauen. Das Geistertor...
ein Fragment einer Energiezelle. Ich glaube, momentan kommen wir noch nicht zurück. Oder dieser Weg hier. Für das Geistertor, wir kommen wahrscheinlich irgendwie zurück. Viel fehlt uns gar nicht, was so wichtig ist. Momentan gibt es nur den Weg hier oben durch. Das nehmen wir auch. Noch weitere Leben. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Danke, Spiel. Oh, guck mal, aber so eine große Reichweite haben wir mit den Kugeln gar nicht. Ich denke mal, später wird das noch einfacher werden. Da ist noch ein Igel an der Wand. Rostig, Ori. Stich nach oben und schlage ihn dir weg, ganz genau. Er lebt noch. Kommt er zu uns, ist die Frage. Er greift auf jeden Fall an. Okay, jetzt ist er da oben. Wir stechen ihn auf jeden Fall. Wir wollen jegliche Erfahrungspunkte mitnehmen. Ich weiß nicht, wozu wir sie brauchen werden. Das ist noch so einer. Alter, diese Viecher sind so dreist, Alter. Jawohl, schön gesprungen, Ori. Jetzt schlag ihn tot. Jawohl, ohne Gegentreffer haben wir ihn besiegen können. Heftig. Sehr, sehr schön. Wir müssen, wenn diese Gegner echt im richtigen Moment springen, dann nach unten stechen. Was anderes gibt es nicht. Aber ich finde die Geistklinge so cool. Vor allem, weil es auch, glaube ich, ein neuer Move ist. Hatten wir schon die Geistklinge drauf gehabt, den normalen Ori? Kann sein, aber die ist ein bisschen stärker, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Siebel sind auf jeden Fall ziemlich böse. Ich weiß aber nicht, ob diese komischen Energiekugeln als Secret gelten. Ja, als sich schon, oder ob die auf der Karte eingezeichnet werden. Das weiß ich gar nicht. Falls doch, dann können wir die auf jeden Fall alle sammeln später. Falls nicht, dann kriegen wir ein Problem. So, wir überraschen den Igel. Oh, sehr schön gekombot, weil man kann nicht alle Gegner mit einer guten Kombi auf einmal töten. Bis auf diese verfluchten Häschen-Gegner. So, eine riesige Karte. Wir erkunden noch momentan live. Da unten ist irgendetwas. Da gehen wir mal zuerst hin. Weil ich nämlich nicht weiß, welcher Weg hier der richtige ist. Und das da unten sieht mir eher so final aus. Und hier. Ah. Das daran erinnere ich mich irgendwie nochmal. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Nieven. Es verbindet, es heilt. Danke. Die helfen uns jetzt. Jetzt haben sie keine Angst mehr. Wir dachten ja, wir wären irgendein anderer Bösewicht. Aber jetzt sind wir ja Geist für ihn. Drücke 1, um dieses Geisterportal zu aktivieren und Gesundheit und Energie wiederherzustellen. Spiel gespeichert. Ach, guck mal, hier kann man auch saven, aber speichert auch generell einen Rücksetzpunkt. Ich habe ja vorhin ganz kurz eine Session gemacht, eine Aufnahme-Session abgebrochen, pausiert für den nächsten Part jetzt. Und man resettet zwar random generiert, glaube ich, man kann somit manuell speichern, aber es ist trotzdem auch, guck mal, kann man mehrere Mal nach unten stecken. Ja, kann man, kann recht schnell nach unten angreifen. Also, Ori, du hast auf jeden Fall einiges drauf im Kämpfen. Hast du einiges gelernt. So, das kann man noch zerstören, oder? Nein? Ach, wie schön die Angriffe aussehen. So richtig plasmamäßig. Hier richtig, richtig cool. Da oben ist ein Schalter, da kommen wir aber nicht hin, oder? Kommen wir da hin? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. So, da kommen wir momentan nicht lang. Da unten ist ein Kristallschalter. Oder ein Kristalllaser. Ich denke, mit dem Schalter da oben können wir das Ganze ändern. Aber wir kommen hier momentan nicht weiter. Das ist wahrscheinlich diese Luft, diese Leuchtbrücke gewesen. Aber wir können uns nicht hierher teleportieren. Das war ja ein Geisterportal. Das heißt, wir kommen weiter, Leute. Gehen wir mal weiter voran. Hier ist ein Baumstumpf, mit dem wir was machen können. Kann man die zerstören hier, die Strippen? Nein, geht nicht. Dann versuchen wir mal hier oben lang zu gehen. Das schaffen wir, oder? Kriegen wir das hin? Komm schon, Ori. Geht das nicht? Irgendwie ist dieser ganz dünne Stumpf da oben nicht möglich zu benutzen. Aber wie soll man denn da lang gehen? Hier war gerade wieder irgendwas. Und was ich auch raushöre, ist, dass das irgendwie abgewandelte Versionen des Liedes sind, ja? Also es sind ganz... Komm mal, warte mal, Schlammattacke einsetzen. Nein, es bringt nichts. Schaffen wir das nicht, wir kommen da ja nicht hoch. Oder warte mal, kann man das hier runterjagen? Ja, Rätselelement ist natürlich auch, ist das Spiel natürlich auch voll. Aber ich glaube, nein, das ist einfach nur eine Plattform, halt vom A nach B zu kommen. Dieses Stückchen Erde, was da an dieser Wurzel befestigt ist. Okay, versuchen wir nochmal nach oben zu gehen. Boah, jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Es muss doch irgendwas hier sein. 2 hours later. Ach Gott, ey. Das ist aber auch böse. Also da muss ich echt sagen, das ist echt fies zu sehen gewesen. Ich habe immer diesen Text ganz kurz gesehen, dachte, dass der Text irgendwie mit diesem Stumpf hier zu tun hat. Aber nein, man kann den Stein verschieben. Ja, aber komm, ey. Das habe ich jetzt echt nicht erkennen können, um ehrlich zu sein. Aber ja, also, so muss man es anscheinend machen. Komm, Stein. Hey, kann ich nicht mehr? Ach so, muss man jetzt drücken, oder wie? Ja, ja. Komm, drück. Alter, ach komm, ey. Jetzt bricht er bestimmt ein. Ah nee, man kann ihn einfach weiterschieben. Der Baum ist sehr, sehr widerstandsfähig. Als ob. Ich habe diesen Stein, das sah für mich, weil das Spiel so schön aussieht. Alles so hochgradig auflösen. Das dachte ich einfach, dass der Design ist der Stein. Aber dass er da auf diesen Stein. Dass er ihn verschieben kann. Ich habe diesen Text nicht gesehen. Da hätte man irgendwie besser darauf hinweisen können, weil man diese Ecke nicht wirklich gut erkennen konnte. Aber gut, dann haben wir es wenigstens geschafft. Dann geht's weiter. Und das Gras gibt eine komische Aura von sich ab. Ist das normal? Okay. Okay, warte mal. Das ist ein Bosskampf, oder? Oh, was bist du denn für ein Viech? Mantis. Okay, vorsichtig. Macht einen Schaden. Oh, der macht einen Standardattacke. Okay, verstehe. Vorsichtig, wenn er nochmal einen Standardattacke macht. Genau, perfekt. Sehr gut. Nicht besonders schwer, der Gegner. Oh, da kommt noch einer.
springen? Sehr gut. Mach's doch mal, Alter. Hörst du mal auf mit der Scheiße. Du auch. Ihr Scheißviecher. Okay, ich heile mich erstmal ganz kurz. Die ist echt stark. Die Gegner sind echt stärker geworden als im ersten Teil. Krass. Alles geschafft, Leute. Das gibt's immer häufiger in Ori. So Zwischenräume, wo man einfach so einen kleinen Arena-Kampf hat. Das heißt, dass wir hier weitergehen müssen. Wir gucken erstmal nach unten. Was befindet sich denn hier unten? Okay, ein einzelner Block. Da müssen wir aber noch nicht hin momentan. Das bringt nichts. Weil da müssen wir wieder zurückspringen. Nur, und ich will mich jetzt nicht verletzen, sinnlos. Ich habe gerade die Leben zurückbekommen. Hier ist wieder so ein Holzteil. Aber wozu ist das überhaupt gut? Ich verstehe mal nicht, wieso diese Paletten, diese zusammengebauten Paletten gut sind. Ja? Keine Ahnung. Gehen wir noch ein klein wenig weiter, bevor der Part auch AD sagen muss. Ich will noch ein bisschen gucken, was uns so erwartet hier unten. Okay, Alter. Ey, das ist echt böse. Ich muss mal beim nächsten Mal, wenn wir so Secret finden, mal die Karte anmachen, um mal zu gucken, ob man das sehen kann und ob das alles optional hier ist. Sehr schön. Ich finde es auch cool, wie jede dieser drei Kugeln da unten so einen anderen Partik hat. Und da ist die nächste Fähigkeit, Leute. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, machen wir vor der Fähigkeit Schluss. Und holen diese uns im nächsten Part, Leute. Wenn euch der Part bisher gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Parts von Let's Play Ori and the Will of the Wisps verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da, um keine weiteren Parts zu verpassen. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Und einen schönen kommenden Tag. Und bis jetzt zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.